Zunächst etwas, das Sie wahrscheinlich schon wissen. Die Basis gesunder Ernährung sollten Obst, Gemüse und Vollkornprodukte sein. Außerdem sollten Sie täglich mindestens 2 Liter trinken, am besten Wasser. Zweimal pro Woche sollten Fisch, Fleisch und Geflügel auf dem Speiseplan stehen. Und generell gilt für Menschen, die sich nicht viel bewegen bzw. abnehmen wollen, nicht viel Süßes und wenig Kohlenhydrate essen, denn die Kohlenhydrate sind halt dafür verantwortlich, dass der Insulinspiegel extrem ansteigt. Und wenn es eben Kohlenhydrate sind aus dem Bereich hier drüben oder auch aus Bananen, jage ich meinen Insulinspiegel in die Höhe, anschließend fällt er ab und der Heißhunger kommt dann direkt wieder. Zum anderen, wenn ich Kohlenhydrate mit Fetten kombiniere, wie das bei Nutella der Fall ist, dann geht eben das Fett, was zusätzlich zur Verfügung steht, direkt auf die Rippen bzw. auf die Hüften. Das Fett setzt also an Bauch, Hüfte, Po und Co. an, weil als erstes die Kohlenhydrate verwertet werden und danach erst das Fett. Und da sich viele Menschen zu wenig bewegen, wird gar nicht so viel Energie gebraucht, wie dem Körper zugefügt wird. Das heißt, es kommt erst gar nicht zur Fettverbrennung und demnach setzt man Fett an. Apropos Fett, mehr als etwa 25% täglich sollten davon nicht gegessen werden. Aber ganz sollte auch nicht darauf verzichtet werden. Generell gilt ja die Annahme, Fett macht Fett. Das ist nicht immer richtig, weil Fett zum einen sehr, sehr gut sättigt und zum anderen auch Fett lebensnotwendig ist. Man sollte auf die tierischen Fette, wie sie zum Beispiel in der Salami drin sind, da sieht man ja schon wirklich die weißen Stückchen, das ist wirklich ganz klassisch tierisches Fett, darauf sollte man nach Möglichkeit verzichten. Aber Fette, die aus pflanzlichen Ölen, zum Beispiel Distelöl oder auch Olivenöl rauskommen, sollten der Ernährung nicht fehlen und sind auch wirklich essentiell für den Körper. Dennoch verzichten viele Menschen bewusst auf Fett und greifen zu Leitprodukten. Wir haben jetzt als Beispiel hier einen Joghurt mit 0,1% Fett. Und das ist halt ein Joghurt, wo relativ wenig Nährwert drin ist. Es ist sehr viel Zucker mit drin, auch der Blutzuckerspiegel geht wieder hoch. Und nach so einem Produkt bin ich nicht satt, sondern will dann am Ende noch das nächste essen. Esse dann am Ende 3 Joghurts und habe viel mehr Kalorien aufgenommen, als wenn ich ein normales mit normalem Fruchtanteil esse. Eins noch zum Thema Kalorien. Es ist sinnvoll, den eigenen täglichen Kalorienbedarf ermitteln zu lassen. Das wird zum Beispiel im Fitnessstudio, aber auch beim Arzt durchgeführt und dauert nur ein paar Minuten. Denn wenn Sie den Grundumsatz wissen, wissen Sie auch, wie Sie sich ernähren sollten, um Ihr Gewicht zu halten bzw. abzunehmen. Die schlechte Nachricht, bei einer Diät kommen Sie nicht um Sport herum. Die gute, Sie müssen nicht weniger essen, im Gegenteil. Ja, das ist sehr fatal, wenn man während der Diät bzw. in einer Diät sich runterhungert, das heißt unter seinem Grundumsatz isst. Das Ziel wäre immer so ein bisschen über dem Grundumsatz zu essen und den Rest halt durch Sport auszugleichen. Das heißt, wenn ich abnehme, muss ich Sport machen dabei und immer schauen, dass ich mindestens das, was mein Körper als Grundlage braucht, zu mir nehme. Weil sobald ich halt unten drunter esse, bringe ich mich in diesen Teufelskreis des Jojo-Effekts rein. Mein Körper fährt seine Energie immer weit runter und sobald ich wieder normal esse, wird alles, was dann dazukommt, direkt eingelagert. Und dann bewege ich mich wellenförmig immer auf ein höheres Gewicht zu. Also auf keinen Fall zu wenig essen, sondern versuchen, das Richtige zu essen. Über den ganzen Tag verteilt sollte es 3 Hauptmahlzeiten geben. Snacks für zwischendurch sind auch erlaubt. Allerdings sollte es dann etwas sein, das den Blutzuckerspiegel nicht nach oben treibt. Wir haben ja gelernt, dass dadurch Heißhungerattacken ausgelöst werden. Die Banane muss es nicht sein, der Schokoriegel sollte es auch nicht sein, sondern tendenziell eher ein Apfel oder ein Joghurt. Das sollte den Blutzuckerspiegel unten halten und auch sättigen. Zum Schluss soll noch ein Vorurteil ausgeräumt werden. Und zwar heißt es ja, morgens essen wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends sagt man ja, man soll wie ein Bettelmann essen. Was nicht ganz richtig ist, weil man kann ruhig ausgiebig abends essen, aber auch dann auf die Kohlenhydrate eher verzichten. Das heißt abends dann einen Salat mit Putenbrust zum Beispiel, auch mit Ölen dabei. Das heißt, man geht dann mit einem kleinen Blutzucker in den Schlaf, in die Nacht und verbrennt die ganze Nacht über Fett. Fett verbrennen, das hört sich doch gut an. Dabei aber nicht ganz auf Fett verzichten, ebenso. Sich bewusst und gesund ernähren ist nach den Tipps des Ernährungsexperten doch nicht mehr so kompliziert und kann sicher richtig Spaß machen. Spätestens dann, wenn sich auch die körperlichen Erfolge einstellen.